Das waren noch Zeiten, als man mit drei, vier Bauelementen, ein paar Kopfhörern und dem nassen Finger als Antenne in die Welt des Rundfunks einsteigen konnte. Über Jahrzehnte war das die Bibel des Radiobastlers. Die Schaltung da drin kann man heute auch größtenteils vergessen. Ah, die Post ist da. Früher hat fast jeder Elektronikbastler angefangen mit seinem ersten Detektorempfänger. Nachdem der analoge Rundfunk zumindest in Deutschland und Europa so gut wie tot ist, denn auch die verbliebenen UKW-Sender werden in den nächsten Jahren sicher abgeschaltet werden, bleibt nur noch die digitale Empfangstechnik. Da lötet man sich aber nicht so einfach mit ein paar diskreten Bauelementen einen kompletten Empfänger zusammen. Außerdem braucht man zu der Hardware, die man dann benötigt, auch noch die entsprechende Software. Das ist also kein Projekt mehr für Anfänger. Es sei denn, man besorgt sich so einen Komplettbausatz. Ich frage mich allerdings, was das noch mit Elektronikbasteln zu tun hat, denn außer ein paar externe Anschlüsse dort anzubringen, ist eigentlich nichts zu tun. Ich habe mir trotzdem mal diesen DAB-Bausatz VDR 400 von der Firma Wistron kommen lassen, um ihn für euch zu testen. Mit diesem Bausatz soll man sowohl klassische UKW-Rundfunksender empfangen können, als auch digitale Sender im DAB Plus Standard. Schauen wir uns mal die einzelnen Komponenten ein bisschen näher an. Kernstück ist dieses kleine Mainboard. Darauf befindet sich im Grunde genommen die gesamte Elektronik, inklusive einem kleinen Touch-Display. Die Bedienung der Software erfolgt nachher auch entweder über das Display oder an diesem feinen kleinen Pfostenstecker hier kann man vier Tasten anschließen, womit man auch das Menü bedienen kann. Die Tasten liegen bei. Außerdem noch ein kleines bisschen Befestigungsmaterial, damit man das Mainboard nachher ordentlich montieren kann. Auch das Anschlusskabel mit dem passenden Steckverbinder ist bei dem Bausatz dabei. So. Außerdem findet man eine Antennenbuchse. Die lötet man dann hier auf diese Seite. Und die braucht man, wenn man mit einer externen Antenne arbeiten will. Für den Anfang reicht aber eine einfache Wurfantenne. Die wird einfach auf den Mittelpunkt gelötet. Auch dafür liegt ein kleiner Draht bei, weil mehr als ein Draht ist es ja eigentlich nicht. So, dann haben wir hier noch so ein zweiadriges Kabel. Das muss man in der Mitte teilen. Und damit schließt man dann die beiden beiliegenden Lautsprecher an. Denn auf diesem Mainboard ist auch gleich ein kleiner Niederfrequenzverstärker mit integriert. Angeschlossen wird das dann über diese Orangenklemmen. Fehlt nur noch die Stromversorgung. Die kommen dann hier an diese beiden grauen Klemmen. Und dazu liegt auch das passende 12-Volt-Steckernetzteil mit dabei. Werfen wir einen Blick in die Montage- und Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nur für Entwicklungsaufgaben, Forschung, Lehrzwecke, Unterricht und Prototypenbau konzipiert. Ich unterrichte euch jetzt, also alles okay. Dann die üblichen Sicherheitshinweise, keine Kleinteile in Kinderhände, nicht mit Wasser übergießen, also Sachen, die sich eigentlich von selbst verstehen sollten. Den nächsten Hinweis werde ich dann schon nicht mehr so ernst nehmen. Das Steckernetzteil darf ausschließlich an diesem DAB Plus Radio verwendet werden. Wird das DAB Plus Radio entsorgt, dann muss auch das Steckernetzteil entsorgt werden. Gut, das ist, finde ich, totaler Unsinn. Für einen Bastler findet sich immer irgendein Einsatzzweck für ein funktionierendes 12-Volt-Netzteil. Das Gerät darf auf keinen Fall an einer anderen Stromquelle angeschlossen werden. Hier sichert sich der Hersteller einfach ab. Er wendet sich ja hauptsächlich an Anfänger und an Schüler. Die könnten natürlich da auf dem Weg sehr schnell das Gerät beschädigen. Ich sehe keinen Grund, warum ich es nicht aus einer anderen Quelle versorgen soll, wenn ich eine saubere, stabilisierte Gleichspannung anbiete. Ich habe nämlich vor, so eine Art mobiles, digitales Kofferradio daraus zu machen. Und da muss ich mich dann vom Netz irgendwie unabhängig machen. Ich muss also mir irgendeine andere Spannungsquelle mir einfallen lassen. So, dann haben wir hier eine kleine Berechnung zu der Antenne. Na, hier wird einfach mal die Wellenlänge ausgerechnet, Lichtgeschwindigkeit durch Frequenz, 300.000 Kilometer pro Sekunde durch 90 Megahertz, gibt eine Wellenlänge von ungefähr 3,33 Metern. Die Antenne, diese Wurfantenne, soll ein Viertel der Wellenlänge lang sein, das wären dann 83 Zentimeter.
Ganz nachvollziehen kann ich die Rechnung nicht, beziehungsweise ich finde, die ist nicht vollständig. 90 MHz, das ist ja der untere Bereich des UKW-Rundfunkbandes. Die digitalen Sender arbeiten auf viel höheren Frequenzen, also so zwischen 170 und über 300 MHz. Hier in Berlin sind wir bei, glaube ich, 178 MHz. Das wäre dann schon das Doppelte von dieser Frequenz. Ist natürlich kein Problem, weil dann hätten wir eben halt eine Lambda-halbe Antenne, weil die Wellenlänge dann eben nur die Hälfte wäre. Lautsprechergehäuse. Ja, jeder Lautsprecher muss in einem separaten Gehäuse eingebaut werden. Ist klar, wenn ich einen vernünftigen Stereoeffekt haben will, dann müssen die Lautsprecher in einem gewissen Abstand stehen. Aber auch das werde ich nicht so umsetzen, denn als transportable Lösung habe ich keine Lust, da drei verschiedene Kisten mit mir rumzuschleppen und jedes Mal zu verbinden. Ich werde also die Lautsprecher wahrscheinlich mit in dem Gehäuse unterbringen. So ein richtig super Stereo-Sound wird man von diesen Lautsprechern sowieso nicht erwarten können. Wenn man zu Hause das Gerät betreibt, sollte man es vielleicht an der Stereoanlage anschließen. Und da kommen wir jetzt zu dem ersten Widerspruch, der mir aufgefallen ist. Liest man in irgendwelchen Kommentaren im Internet nach, dann kommt immer die Frage, gibt es denn an dem Bausatz auch einen Line-Out-Ausgang? So, und da wird dann meistens mit Nein geantwortet. Wenn ich mir aber das Datenblatt anschaue, ja, und gucke da rein, dann steht hier eindeutig bei Anschlüssen Line-Out. Die Frage ist nur, wo ist er hier auf dem Mainboard? Zwei Anschlüsse sind ja überhaupt nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das ist einmal der hier. Das ist ziemlich eindeutig ein USB-Anschluss. Und das ist dieser breite Pfostenstecker. Einer von den beiden wurde garantiert benutzt, um die Software aufzuspielen und das Ganze zu programmieren. Versteckt sich jetzt hier in diesem Pfostenstecker irgendwo der Line-Out-Ausgang? Ich weiß es nicht. Ich vermute allerdings, dass der Line-Out hier sitzen wird. Ne? Wenn man sich das Datenblatt anschaut, dann sieht man, dass dort ein vierpoliger Pfostenstecker nochmal montiert ist. Der fehlt hier. Vier Anschlüsse würde ja passen. Wenn ich mir das von der Rückseite anschaue, dann habe ich die beiden Außenkontakte an der Masse. Das würde bedeuten, die beiden mittleren Anschlüsse wären dann die beiden Stereokanäle. Das ist also etwas, was ich noch erforschen muss. Ja, für den Anfang, für den ersten Test, werde ich das Ganze natürlich erstmal entsprechend der Bedienungsanleitung natürlich montieren. Ich habe mal den Standort gewechselt, denn es war schon immer ein Problem, innerhalb der Wohnung irgendwelche Rundfunk- oder Fernsehprogramme zu empfangen. Hier an der Stelle rechne ich mir noch die größten Chancen aus, den einen oder anderen Sender zu kriegen. Der Sender befindet sich in etwa in dieser Richtung. Mein Block steht also längs dazu. Innerhalb der Wohnung habe ich gar keine Chance, da irgendwas zu empfangen. Zusätzlich steht noch der andere Block quer. Ich habe also da in Richtung Sender eine massive Stahlbetonwand. Die einzige Chance ist vielleicht, mit einer vernünftigen Antenne vom gegenüberliegenden Block irgendeine Reflexion einzufangen. So, Zeit für die erste Inbetriebnahme. Im Display wird zuerst nach der Sprache gefragt. Deutsch ist okay. Und jetzt startet der Sendersuchlauf. Zuerst wird nach digitalen Sendern gesucht und anschließend nach den UKW-Sendern. Und irgendwas kommt hier tatsächlich. Ich bin richtig überrascht. Das kann jetzt natürlich noch eine Weile dauern. Und Tatsache, da ist auch schon was zu hören. Hat es bei 9 Prozent. Wie gesagt,
da waren die Leutchen alle noch jung, da haben wir also noch am Barren, an den Ringen geturnt, am Bock und am Kasten, solche Sachen. Ich bin also 45 Jahre hier bei TUSA und da konnten wir wenigstens. Ein tiefer Eingriff in den emotionalen Status der Patienten. Also Schmerz ist fast, wie man sagen würde, eine Invasion an den Ich, das jeder von uns hat. Das hat die Menschen. So, also, funktioniert auf Anhieb einwandfrei. Mit Tippen auf den Sendernamen sollte man jetzt in die Senderliste kommen. Na? Genau, da ist die Senderliste. Und da sollten jetzt alle Sender, also die DAB-Sender und auch die UKW-Sender, aufgelistet sein. So, erstaunlicherweise ist doch eine ganze Menge an Sendern hier aufgetaucht, allerdings die meisten wirklich als Digitalsender. Der einzige FM-Sender, der hier erschienen ist auf der Senderliste, ist der Berliner Rundfunk 91.4. Und auch der ist so ganz schwach an der Empfangsgrenze gerade. Gut, war nicht anders zu erwarten hier. Das ist auch der Grund, warum ich das Ganze mobil aufbauen möchte. Hier in der Wohnung habe ich ohne meinen Kabelanschluss eh keine Chance. Das sind dann also die nächsten Aufgaben. Ein vernünftiges Gehäuse, eine mobile Stromversorgung und, ja, vielleicht schaffe ich es ja doch mit einer vernünftigen Antenne aus dem einen Fenster sogar für die Wohnung einen einigermaßen Empfang zu schaffen. Da kommt dann die alte Literatur wieder zum Zug. Ein Klassiker, Karl Rothammel, das Antennenbuch. Denn der, egal ob analog oder digital Empfang, der beste Antennenverstärker ist immer noch die Antenne selbst. Wie es mit dem Empfänger weitergeht, Antennenexperimente, mobile Stromversorgung und ob ich das Rätsel um den Line-Out klären konnte, darüber dann mehr im zweiten Teil.